Ich befinde mich hier in einem 5-Sterne-Luxus-Resort mitten in Mexiko und hier werde ich den ganzen Tag essen, worauf ich Lust habe. Von einem gigantischen Frühstücksbuffet über 24 Stunden Roomservice bis hin zu über 6 Restaurants, wo wir heute Abend essen können. Lassen wir es uns schmecken. Guten Morgen. Komm doch mal rein, mein Lieber. Ihr könnt uns heute einen Tag begleiten, wie wir in unserem Hotel hier in Mexiko einfach alles essen, worauf wir Lust haben. Und eine Sache ist hier wirklich cool. Man hat ein kleines Tablet im Hotelzimmer. Und wenn man dann auf Dining geht, In-Room Dining, kann man sich beispielsweise zum Frühstück eine Vielzahl von Speisen bestellen. Und das nicht alles, denn man kriegt sie nicht irgendwie geliefert, sondern einfach in diese kleine Box. Und ich habe mir eine Kleinigkeit bestellt, weil ich wollte euch die ganze Bandbreite zeigen. Und wenn man sich hier so fertig macht, kann man ja schon mal ein bisschen was für die Vitamine tun. Wir haben einfach einmal eine kleine Fruchtplatte, wirklich mit der besten Ananas, die ich je gegessen habe. Und dazu verschiedene Säfte. Komm, Eric, welchen willst du? Ich nehme mal Pink Grapefruit. Ich nehme Standard Orange. Okay, dann kriegst du Orange. Cheers. Das Ding ist, nur weil dieses Hotel so viel zu bieten hat, kulinarisch, drehen wir überhaupt das Video, weil es fasziniert mich wirklich. Das ist doch ein schöner Snack, um in den Tag zu starten, während man sich ein bisschen fertig macht. Und das Beste daran ist, es ist ja alles all-inclusive. Don't have to pay extra. Ich würde euch das wirklich gerne zeigen, das soll jetzt nicht irgendwie so blöd abgehoben kommen oder so. Wir waren wirklich überrascht, wie geil dieses Hotel ist. Also wir hatten schon gedacht, das wird cool, aber wie cool es wurde, unglaublich. Und deshalb zeigen wir euch das. Sehen wir uns beim Frühstück. Diese Hotelanlage, in der wir sind, ist wirklich gigantisch groß. Aber guckt euch einfach mal diesen View an, den wir jeden Morgen auf dem Weg zum Frühstück haben. Heute ist das Wetter nicht so gut, aber seht selbst. Dieser View hier ist eh der krasseste. So kommt man ins Hotel rein. Hier vorne ist der Eingang und man kommt hier rein und hat einfach diese Aussicht. Das ist wirklich einfach nur... Es ist wirklich einfach ein Segen, hier zu sein. Es ist so schön. Wir sollen kurz warten. Wie schön. Ich freue mich wirklich jeden Tag auf jede Mahlzeit. Sowieso, aber hier besonders, weil ihr müsst gleich einfach mal die Vielfalt sehen. Wir laufen gemeinsam gleich einfach mal am Buffet vorbei. Hier gibt es wirklich alles. Thank you. Dieses Frühstücksbuffet ist einfach anders. Es gibt wirklich alles. Es gibt frische Säfte, eine unglaubliche Vielfalt an Obst, eine Avocado-Toast-Station, eine Omelette-Station, mexikanische Spezialitäten, Frühstücksklassiker und eine eigene süße Abteilung, wo es French Toast, Donuts, Crepe, wirklich einfach alles gibt, was du dir vorstellen kannst. Und das hier ist meine Ausbeute. Ich habe es relativ traditionell mexikanisch gehalten. Ein Tamal, ein in einem Maisblatt gedämpften, herzhaften Reiskuchen, nenne ich es einfach mal. Warum? Weil ich muss jetzt hier nicht jeden Morgen Rührei essen, wenn ich schon mal in Mexiko bin. Ich will das schon ein bisschen mitnehmen. Dazu haben wir einen Quesataco oder eine Quesadilla. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist. Sie nennen das hier Quesadilla, aber es ist ja gefaltet wie ein Taco. Ein paar frische Tortilla-Chips. Eine Auswahl von verschiedenen Salsas und Soßen. Oh, ich habe gesagt, ich esse nicht jeden Morgen Rührei, da habe ich mir doch ein Spinatrührei mitgenommen, weil das war zum ersten Mal hier war. Probieren wir Spinatrührei. Lecker. Und dann natürlich auch noch was für den süßen Gaumen. Habe ich auch Freude dran hier auf jeden Fall. Nehmen wir hier mal meinen Tamal. Der ist gefüllt mit Chicken, Guacamole drauf, Salsa Verde, noch so eine schöne rote Soße. Das ist nämlich das Geile, du kannst hier einfach immer Freestyle alles zusammenstellen in Mexiko. Tamales esse ich hier wirklich jeden Morgen, einfach weil ich sie schon mal selbst gemacht habe und weiß, dass das stundenlang dauert, übelst undankbar ist und hier kann ich sie mir einfach nehmen und essen. Schneiden wir mal die Quesadilla an. Alleine dieser mexikanische Käse, den du in Deutschland überall vergebens suchst, dieser Oaxaca-Käse. Im Prinzip ist das eine Mexiko-Food-Tour, was wir heute machen. Eric, du musst das probieren. Ich glaube, das ist mein Favorite bisher. So wow. Reich im Geschmack. Einfach wirklich immer dieser Perfect Bite, den wir uns machen. Bisschen eingelegte Zwiebel, Pico de Gallo, Guacamole. Probieren wir jetzt auch noch die süße Station, diese dicken belgischen Waffeln. Wenn Waffeln in so einem Special Waffeleisen gemacht sind, schmecken die mir schon direkt doppelt so gut. Was ist das hier bitte? Wir genießen das Frühstück. Eric muss sich jetzt auch endlich was zum Frühstücken holen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Nicht zum Mittagessen, sondern zu einem kleinen Snack davor. So, Freunde, wir lagen jetzt ein bisschen am Pool und das macht einfach Hunger. Wir bestellen uns jetzt einen Cheeseburger und das Besondere ist, dass die nicht einfach gebraten werden, sondern sie werden gesmoked. Da ist er doch. Aber schaut euch bitte einfach diesen Hamburger an. Also ein wunderschön fluffiges Bun. Dazu haben wir krossen Bacon und eben dieses ganz besondere gebraten, gegrillt, gesmoked, was auch immer, Patty. Also die haben einfach diesen Grill,
der krasse Rauchentwicklung hat, den machen sie zu und dadurch räuchert das einfach so ein bisschen beim Braten und das ist wirklich sehr, sehr lecker. Stäbchen weg, boah, der ist noch richtig schön heiß. Stäbchen weg. Zeig ihn nochmal, der sieht wirklich einfach nur wunderschön aus. Ja, sieht wirklich perfekt aus, ne? Das ist ja so ein Foto, das findest du, wenn du Hamburger googelst, so ja. Cheeseburger googelst. Und diesen perfekten Bissen gönne ich mir jetzt. Einfach geil. Was man sagen muss, ist jetzt zum zweiten Mal so, das Fleisch ist wirklich well done. Dadurch, dass es durch diesen speziellen Brat-Rauchprozess gegart wird, würde ich normalerweise nicht bestellen, aber ich finde es trotzdem unfassbar lecker. Wenn man das sogar mag, dann ist das wahrscheinlich der beste Burger, den du jemals essen wirst. Wenn ich will, kann ich mir noch 100 bestellen, aber teile mir den lieber mit Eric, denn das Mittagessen wird gleich next level. Eine Stunde ist Volleyballzeit, das heißt, wir brauchen eine kleine Stärkung. Wie sollen wir denn sonst die Kraft haben, Volleyball zu spielen? Wir haben ja nichts gegessen bisher heute. Wahr. Deshalb schauen wir mal, was es hier so gibt. Wo sind wir denn? Wir sind gerade im Sea Soul Restaurant und wir hören die Klänge von Live-Musik hinter uns, genießen die frische Brise und bestellen uns gleich ein paar maritime Köstlichkeiten. Wow. Oh, das kommt. Das sieht doch toll aus. Das ist fett, geile Guacamole, dann Fried Squid und da drauf eine Chipotle Aioli. Auf einer Tostada, also einem knusprig ausgebackenen Tortilla. Wow. Ceviche. Wer es nicht kennt, Seafood gegart in Zitrussäure. Aber wir haben Yucatan-Style. Wir befinden uns hier ja gerade in Playa del Carmen. Das befindet sich auf der Yucatan-Halbinsel in Mexiko. Und in der Ceviche haben wir Garnelen, wir haben Tintenfisch, wir haben alles Mögliche in einem Zitrussud und das möchte ich jetzt probieren. Wunderschön frisch für einen heißen Strandtag. Einfach köstlich. Hier haben wir jetzt mein Chipotle Shrimp, also quasi nochmal Seafood. Probieren wir. Sehr, sehr geil, sehr geschmacksintensiv. Dazu gibt es so ein Püree, ich glaube aus Bohnen, mit diesem Plantain, also mit Kochbananen. Insgesamt verstehe ich, optisch sieht es wahrscheinlich nicht wunderschön aus, es schmeckt aber sehr, 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 sehr lecker. Einfach geil, oder? Auch mein Fischtaco, den ich hier bestellt habe, der ja auch unnormal lecker aussieht, wie ich finde. Mit ein bisschen Kohl, frittiertem Fisch, den ich jetzt auch mal probieren muss. Ja, jetzt werden Bälle geschmettert. Spielen wir ein bisschen Volleyball. Okay, hello everybody, how are you today? Good job. Good game. Good game. Das war doch was, oder? Jetzt hat man Sport betrieben. Jetzt kann man auch wieder. Jetzt kann man wieder essen. Siehst du aus. Danke, mein Lieber. Hat sich entsprechend gekleidet. So, wir müssen uns jetzt ein Restaurant raussuchen. Hier vorne ist schon das erste. Restaurant Nummer 1, Dos Almas, mexikanisches Essen. Davon hatten wir heute genug. Restaurant Nummer 2, Amber. Hier wird alles über dem offenen Feuer gemacht, also gegrillt, aber wirklich alles. Ist es, glaube ich, auch nicht für heute. Als nächstes Suki. Hier gibt es asiatisches Essen. Auch richtig leckeres Sushi, aber das hatten wir schon ein paar Mal. Gehen wir nochmal weiter. Hinter uns ist jetzt das Bisou. Das ist ein französisches Restaurant. Dort gibt es sogar Beef Wellington. Besser gesagt, Bœuf en Croûte. So heißt das hier. Ist aber Beef Wellington. Hatten wir auch schon sehr lecker. Aber in einem Restaurant waren wir noch gar nicht. Es gibt ja auch das Sea Soul von heute Mittag. Das hat auch jetzt heute Abend auf. Wir gehen aber hier vorne ins italienische Restaurant. Ins Allora. Wer seine Freundin nicht so begrüßt, einfach dumm. Okay. Das ist also unser Platz hier für den Abend. Ein schöner Platz auf der Terrasse in diesem wunderschönen italienischen Restaurant. Ich bin gespannt, wie gut italienisches Essen in Mexiko ist. Cheers. Focaccia, ciabatta, arancini und ricotta cheese. Oh, thank you. Goes in with some sauce. Man merkt auch, dass Italien relativ weit ist. Die haben diese schreckliche Basilikumsoße. Oh, wow. Thank you. Carpaccio, la insalata caprese e un tristi bruschette. Starten wir mit dem Carpaccio. Sehr dünn geschnitten. Ja, so dass es sogar schon reißt, wenn man es aufgabelt. Sehr frische Basilikumnote. Ja, frische Basilikumnote schmeckt wie selbstgemacht. Ganz ähnlich wie Pasta Poesia. Darf man das sagen? Ich habe ein großes Projekt, von dem ich bisher ganz wenig erzählt habe. Jetzt relativ am Ende von dem Video, exklusiv für diejenigen, die noch dran sind. Pasta Poesia wird das Ganze heißen. Demnächst kommt ein großes Video hier auf YouTube, wo ich alles erkläre. Aber eine Sache schon mal vorab, es geht um Pasta, könnte man sich vom Namen denken. Und diejenigen, die sich im Newsletter eintragen,
haben einen früheren Zugang zum Produkt. Ist jetzt ein bisschen kryptisch alles, aber es lohnt sich mal vorbeizuschauen. Pasta Poesia ist unten verlinkt. Das wird wirklich eine ganz große Nummer. Also bin ich von überzeugt, weil das, was wir da geschaffen haben, ist Next Level. Ein bisschen was habe ich auch schon auf Instagram gepostet, in Reels oder auch hier auf YouTube Shorts. Deshalb schaut da gerne mal vorbei, falls ihr interessiert seid. Bis dahin esse ich hier ein bisschen Italienisch in Mexiko. Insalata Cabrese. Schmeckt so genau wie Tomaten und Mozzarella in Deutschland schmecken. Und eine Bruschetta. Nicht so knusprig wahrscheinlich, oder? Ja, mit Artischockenherz und Oliventapenade, aber nicht so wirklich schön knusprig. Das ist ein Minus. Aber es hätte mich auch wirklich ein bisschen überrascht, wenn das jetzt so ein Next-Level italienisches Essen hier wäre. Gracias. Gracias. Ach nee, das ist ein Safran-Risotto. Gracias. Wie Lasagne. Also ich möchte ja nichts sagen, aber meins sieht am besten aus. Wir haben ein schönes Safran-Risotto. Das schmeckt wie Rice-Cakes. Das auf jeden Fall eine schöne Safran-Farbe hat. Ein Schmorknochen. Schmorfleisch am Knochen, so rum. Aber schon vorher gezupft mit einer schönen Jus. Boah, sehr lecker. Probieren wir mal die Lasagne, ob sie auch schmeckt wie am zweiten Tag. Sehr, sehr lecker. Schöne Béchamel-Note. Man merkt, dass das eine selbstgemachte Pasta ist. Ah ja? Ja, ja. Mein Gericht überzeugt mich auch wirklich sehr. Also Risotto könnte ein bisschen mehr Biss haben, aber ich glaube, dass die Mehrheit das einfach so gerne mag. Aber mit dem Ossobuco und so obendrauf ist wirklich unfassbar lecker. Und das irritiert mich ein bisschen, dass dieses Hotel sogar italienisches essen kann in Mexiko. Ich denke aber, dass wir noch was nachbestellen. Bisher gönnen wir uns auch noch, wird noch genug zu essen geben. Neben gutem Essen muss man aber eines sagen, hier hat man immer schöne Abende, weil der Service stimmt, man kann bestellen, was man will, ohne auf den Preis zu achten, man kann sich satt essen. Noch viel schöner ist es ja, wenn man die richtigen Leute mit dabei hat, oder? Okay, Freunde, es ist jetzt ein bisschen später. Hinter mir befindet sich ein Taco-Truck, der jeden Abend bis 1 Uhr nachts geöffnet hat. Ich habe mir noch zwei Tacos gemacht, einfach nochmal so als kleinen Snack hinterher. Und danach, sage ich euch ganz ehrlich, ist auch wirklich Endstufe bei mir. Ich habe wirklich alles gesehen, was ich heute gegessen habe. Und es war viel. Deshalb nochmal die letzten Tacos schmecken lassen. Ich habe noch Besuch hier unten. Hier ist noch eine kleine Freundin mit dabei. Die will auch ein paar Tacos. Aber probieren wir. Wie sollen Tacos in Mexiko schon schmecken? Ich freue mich, morgen das Ganze noch ein letztes Mal erleben zu dürfen, bevor es wieder zurück nach Deutschland geht. Aber dann freue ich mich auch wieder auf meine Küche, Videos für euch zu machen, Weihnachtsmarkt, alles was ansteht. Es war eine wunderschöne Zeit. Schön, dass ihr ein bisschen teilhaben konntet. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und haut rein. Ciao. 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 Eine letzte Sache haben wir fast vergessen. 24/7 Ice Cream und Snacks und Kaffee. Dieses Café hat 24 Stunden auf. Hier hast du jegliche Getränke. Hier hast du feinstes Eis. Reicht jetzt. Das war's vom Video. Tschüss.